Ich möchte nicht behaupten, dass eine rein pflanzliche Ernährung vor 100 Jahren möglich gewesen wäre. Aber heutzutage, durch Globalisierung und durch die ganzen Eiweiß- und Proteinquellen, die zur Verfügung stehen, ist es möglich, sich rein pflanzlich zu ernähren. Wildpols will beweisen, Nahrung aus Erde, die sie hier zusammen mit einem Biobäcker entwickelt, kann eine Option sein. Ich bin Lauren Wildpols, Gründerin von der Vegan Kitchen & Bakery, das erste vegane Restaurant der Schweiz. Mittlerweile führe ich ein erfolgreiches Catering und gebe Kochkurs in der Stadt Zürich und Umgebung. Jetzt haben wir hier schon so ein bisschen das Dessert vorbereitet und ich habe schon blaue Herdöpfel ein bisschen gedämpft. Und es ist dazu noch vegan, natürlich. Stimmt, ist noch vegan, genau. Gar nicht so bewusst. Und jetzt wird es, glaube ich, laut, oder? Genau, jetzt anscheinend darfst du ja mal nicht reden. Aha, darf ich mal nicht reden? Gut. Das ist gar nicht so laut. Den Cashewkernkäse kann man in Tranchen schneiden. In Tranchen schneiden. Darf man Fleisch in ihrer Gegenwart nur noch heimlich essen? Wie streng muss man sein als Veganer? Ich sehe das wirklich sehr tolerant und auch entspannt. Ich sehe mich als berufen, dass ich den Leuten einfach die pflanzliche Kulinarik ein bisschen näher bringe.